2011 bei 6,8%. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum 34. Bonner Wirtschaftstalk hier in der Bundeskunsthalle in Bonn, in einer Region, die als Deutschlands dichteste Hochschul- und Forschungslandschaft gilt. Ich freue mich sehr, dass Sie vier und dass Sie hier mit dabei sind. Bei uns geht es heute um die Bonner Bildung und wir wollen das Thema breit fächern. Und zwar geht es von der Bonner Universität, die in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag hat, bis hin zu Learning 4.0, Stichwort Digitalisierung. Bildung darf kein Luxus sein, denn Bildung ist für uns Menschen überlebensnotwendig. Und so haben wir uns denn auch vier Gäste eingeladen, die viel mit Bildung zu tun haben und die viel über Bildung wissen. Und das ist gut so. Mit dabei heute Abend ist Dr. Jens-Peter Gaul. Er ist der Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz. Er vertritt die deutschen Hochschulen, wenn es um Hochschul- und Forschungspolitik geht. Das machen sie in Deutschland, das machen sie in Europa, das machen sie aber auch weltweit. Und gerade auch, wenn es um die Frage geht, was kommt da noch? Also wie sieht die Zukunft aus? Wo geht die Bildungsreise hin? Herzlich willkommen, Herr Dr. Gaul. Danke. Professor Dr. Peter Thuy ist heute Abend unser Gast. Er ist Rektor an der IUBH, Internationale Hochschule. Jetzt hat es das mit diesen Abkürzungen. Einmal müssten wir sagen, IUBH steht für International University Bad Honnef. Internationale Hochschule, eine privatwirtschaftlich geführte Hochschule, gegründet in Bad Honnef. Herr Professor Thuy, herzlich willkommen. Direkt eine Frage an Sie. Die Uni feiert 200 Jahre Geburtstag. Sie feiern jetzt 20? 18. 18, weil Sie sind 1998 zwar gegründet, aber der Lehrbetrieb begann erst 2000. 1. September 2000. Und Sie haben gesagt, erst wenn da richtig gelehrt wird, dann feiern wir auch. Genau. Also 18. Gut, dann wissen wir das auch. Ruth Maria van den Elsen ist mit dabei, Vizepräsidentin der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Da braucht es Bildung. Und neben dem Ehrenamt leiten Sie auch noch ein Hotel. Und heute sind Sie die Frau der Praxis. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank. Und Professor Dr. Dieter Engels ist dabei, der Vorsitzende des Hochschulrates der Universität Bonn. Der Hochschulrat ist vergleichbar, jetzt bin ich nur Journalist, aber ich versuche es mal runterzubrechen, vergleichbar mit einem Aufsichtsrat und der nennt Rektor und Kanzler. Lassen Sie das so stehen? Also Aufsichtsrat, der Vergleich ist gut. Den amtierenden Rektor hat der Hochschulrat in der Tat gewählt. Mhm. Den Kanzler, der ist schon nach neuem Recht gewählt worden. Und da sind Hochschulrat und Senat gefragt. Also die müssen sich dann zusammentun, um diesen Herrschaften zu wählen. Gut, dass Sie das zurechtgerückt haben. Herzlich willkommen, Professor Engels. Ja, meine Damen und Herren, was hat sich verändert? Was hat sich getan in Sachen Bildung in den vergangenen Jahrzehnten? Da möchte ich gern bei Herrn Professor Engels andocken. Ich habe vor mehreren Jahrzehnten an der Sporthochschule in Köln Sport studiert. Man sieht das leider nicht mehr. Und Sie waren 1968 Studienanfänger und haben als Jurist etwa 10 Jahre später in Bonn auch promoviert. Was hat sich auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick verändert, wenn ich jetzt im Oktober zum Semesterbeginn jetzt mal starten würde? Was würden Sie sagen? Also es hat sich sehr, sehr viel verändert. Da könnten wir ein abendfüllendes Programm draus machen. Ich sage mal 3, 4 Schlagworte. Das erste ist, glaube ich, was sehr auffällig ist, die Leitung der Hochschule hat sich sehr professionalisiert. Mein alter Doktorvater war auch mal Rektor dieser Universität. Damals, 68 bis 73, beschränkte sich das darauf, dass er ein paar repräsentative Funktionen hatte. Mittags um 11 Uhr ging er mal ins Rektorat und um 12 Uhr rief er an, ob wir Mittag essen könnten. Also so konnte man das mit leichter Hand damals machen. Heute ist das ein Fulltime-Job. Von morgens früh bis abends spät und zwar gemeinsam mit allen anderen Mitgliedern des Rektorates. Das Zweite ist, ich glaube, die Forschungslandschaft hat sich sehr verändert. Ich habe das früher so erlebt, dass jeder in seinem Vorgarten forschte, der Strafrechtler hier, der Philosoph dort, der Physiker da. Heute ist sehr, sehr viel mehr gefragt, querschnittlich zu forschen, weil doch die Erkenntnis vorherrscht, wirkliche Fortschritte sind eigentlich im Wesentlichen an den Schnittstellen der verschiedenen Wissenschaftszweige zu gewinnen.
Drittens, völlig verändert hat sich die Landschaft für die Studierenden. Also nach Bologna sieht das Studium jetzt doch sehr, sehr stringent reglementiert aus. 6 Semester bis zum Bachelor, 4 Semester bis zum Master. Während wir eigentlich damals völlige Freiheit hatten, auch viel Zeit hatten, nebenher andere Studiengänge uns anzuschauen. Also wer Jura studierte, ging durchaus mal zu den Philosophen oder zu den Kunsthistorikern. Diese Zeit haben junge Leute heute nicht mehr. Also das Studium ist da auch sehr effektiviert, auch ökonomisiert worden. Also man muss sehr schnell und sehr flott fertig werden nach Möglichkeit. Also das ist ganz anders als zu unseren Zeiten. Studium fokussierter, nicht mehr so breit angelegt, haben Sie gesagt, weil einfach auch die Zeit so nicht mehr vorhanden ist, wie es damals war. Herr Dr. Gaul, ist der Praxisbezug im Studienalltag gewachsen? Also es ist eine komplexe Problemlage. Man muss vielleicht anknüpfen an das nochmal sagen, dass das Wissenschaftssystem in den Jahren zwischen 1990, also der Wiedervereinigung, und 2005, etwa in diesen 15 Jahren, hat es in etwa die Form erhalten, wie es jetzt heute ist, mit vielen veränderten Rahmenbedingungen. Aber das war im Wesentlichen die Form. Ein wesentlicher Punkt war eben der Bologna-Prozess, der sozusagen ab 1999 dann gestartet ist, auf der Basis der Vorüberlegungen, die es dazu gab. Und da ist ein Aspekt in der ursprünglichen Iteration dieses Prozesses, also in der Ausgangslage gewesen, zu sagen, achtet mehr tatsächlich auf Praxiselemente, auf Skills, um den englischen Begriff mal dafür zu verwenden. Heute muss man das aber differenziert sehen. Es ist völlig unstreitig und die Hochschullektorenkonferenz hat sich da im letzten Jahr explizit zu geäußert. Es ist heute unstreitig, dass Praxiselemente unbedingt ins Studium eingebaut werden müssen und eher ausgebaut werden müssen. Das werden Sie überall so finden. Und trotzdem sehen wir jetzt heute, 2018, in einer völlig veränderten politischen Welt auch, dass andere Funktionen des Studiums eben auch wichtig sind. Fähigung zum gesellschaftlichen Engagement, kritisches Denken, natürlich eigentlich auch das Fachwissen. Also wir haben heute national in Deutschland, aber auch europäisch sozusagen sehr komplexe Ansprüche an ein Studium. So würde ich es mal zusammenfassen. Jetzt haben wir zweimal schon Bologna-Prozess oder Erklärung gehört. Da vielleicht, wir kommen da auch gleich zu, meine Damen und Herren. Aber mal ein Satz vielleicht noch dazu. Das ist so die markanteste Veränderung. 1999 ging es ja los, war die Einführung vom Bachelor- und Masterstudiengang. Nur, dass wir das so ein bisschen im Hinterkopf haben. Was hat es da mit Bologna auf sich? Herr Professor Tui, Studium verschulter, fokussierter, komprimierter, praktischer. Also, vielleicht auch so ein bisschen, ja, also auch kürzer und auch an wirtschaftliche Sachen gedacht. Ist heute alles besser als damals? Ob das besser oder schlechter ist, das will ich jetzt, kann ich schwer ermessen. Es ist auf jeden Fall praktischer geworden, also bei uns zumindest ist es praktischer geworden. Wir haben so den Anspruch, wer bei uns einen Abschluss erwirbt, der muss damit irgendwas machen können. Im Sinne von am Arbeitsmarkt einen guten Start finden oder ein gutes Fortkommen finden. Die Sache mit dem Studium Generale, ich habe das selber auch nicht mehr erlebt. Ich habe BWL studiert in Bayreuth und in Regensburg und habe eigentlich 2 Semester zu lang studiert für die damaligen Verhältnisse. Aber es ist natürlich auch so, dass die Studierenden den Anspruch haben, auch aus finanziellen Gründen, auch aus Gründen, dass die Wirtschaft diesen Anspruch erhebt, schneller zum Ziel zu kommen. Ich möchte mal behaupten, sind heute, was den Studienabschluss angeht, zielstrebiger, als selbst wir das in den 80er Jahren waren, und deutlich zielstrebiger als ein Studierender in den 60er Jahren, der ja, also 68 nicht mehr, aber in den frühen 60er Jahren, in den 50er Jahren, da hatten sie ja quasi eine Beschäftigungsgarantie und sie konnten so lange studieren, wie sie wollten. Die Zeiten sind vorbei, weil auch Arbeitgeber gucken, wie zügig hat jemand sein Studium absolviert, was hat er für Kompetenzen in der Zeit erworben, hat er ein Praktikum. Und da gibt es natürlich ein breites Spektrum. Der Altphilologe wird immer noch wenig praktische Elemente haben. Das würde ich jetzt mal noch als Trockenübung diese Aussage wagen. Ein wirtschaftswissenschaftliches Studium ist bei uns ganz stark an der Praxis orientiert, aber überall mit Praxiselementen versehen. Aber auch aus dem Anspruch heraus, was hat der Studierende für ein Ziel? Der Studierende will schnell auch zu einem Abschluss kommen. Deswegen kommt aus meiner Wahrnehmung vielen Studierenden Bologna auch entgegen. Mhm. Praxis und praxisorientiert, das ist eine gute Überleitung zu Frau van den Elsen. Mit Ihnen würde ich gerne auch mal besprechen, mit der Dame aus der Praxis, wie wichtig denn das Studium in der heutigen Zeit überhaupt noch ist. Wenn Sie bei Google Studienabbrecher eingeben, ich habe das heute Morgen mal gemacht in Vorbereitung auch auf diese Sendung, machen Sie mal bei Google Studienabbrecher, dann kriegen Sie 298.000 Einträge und jede Menge Jobangebote. Mhm. Also das erste Angebot kam von Lidl,
Wenn ich das nicht wollte, dann ging es weiter zu den Volksbanken und Raiffeisenbanken. Nummer 3 war in der Auflistung das Bundesministerium für Bildung, die mir helfen wollten als Studienabbrecher. Und die Nummer 4 wäre, ich hätte zur Deutschen Bahn gehen können. Also das waren so die ersten 4 Einträge, die ich da gelesen habe. Was würden Sie sagen? Wie wichtig ist das Studium noch in der heutigen Zeit? Ich denke, dass das Studium sehr wichtig ist, allerdings, wenn es praxisbezogen auch für die Arbeitswelt vorbereitet. Also auch Semesterarbeiten, Anfragen, die wir bekommen, müssen schon mit einem gewissen Fokus der wirtschaftlichen Frage verbunden sein, weil dadurch natürlich das Praxiswissen auch wieder vermittelt wird. Und dann auch die Vorbereitung vom Übergang Studium in die Arbeitswelt. Klappt das denn? Also welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Das klappt schon, wenn die richtige Einstellung dahinter ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch aus Sicht meines eigenen Hauses, Studienabbrecher sind in der Tat oftmals die Liebsten, weil die wissen schon, was sie wollen und sind schon fokussiert darauf. Ah, okay. Vielleicht darf ich doch noch was zur Praxis sagen. Ja. Also ich denke, wir sollten jetzt nicht so tun, als sei das was ganz Neues. Traditionell, ich sage mal, die Universität Bonn hat immer jedes Jahr mindestens 1000 Ärzte auf den Markt gegeben. Die Mediziner werden halt praktisch ausgebildet. Die Juristinnen und Juristen genauso, die Lehrerinnen und Lehrer auch. Also das sind schon lauter Studiengänge, für die traditionell eigentlich schon immer galt, dass der Praxisbezug da sein sollte. Ich glaube, da, wo wir ihn jetzt mehr spüren, das ist vor allen Dingen an der Philosophischen Fakultät, aber an anderen Fakultäten würde ich schon sagen, machen wir mal ein Fragezeichen, da glaube ich nicht, dass das unbedingt durch Bologna gekommen ist, sondern ich denke mir, der Anspruch war auch schon vorher da. Herr Dr. Gau, Sie haben den Blick als Generalsekretär der der Konferenz, dass Sie natürlich auf alles gucken. Und wie schätzen Sie das ein? Es ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Thema, weil man, ich möchte gerne mal an das anknüpfen, was Professor Tui gesagt hat. Letztlich haben wir, wenn man das auf den Begriff bringen will, es gibt sozusagen den Normalstudenten nicht mehr. Wenn Sie sich eine historische Kurve anschauen, wie sich der Einstieg in den Bereich der beruflichen Bildung entwickelt und der Einstieg in das Studium entwickelt, dann treffen sich im Jahr 2011, und das ist sozusagen im Nachkriegsdeutschland ein großer Einschnitt, treffen sich diese Kurven erstmals. Das heißt, wir haben heute eine Studierendenquote von 51%. Ja, das heißt, das Studieren ist der gesellschaftliche Normalfall geworden. Mhm. Und das führt, das können Sie hier im Saal wahrscheinlich viel besser zum großen Teil beurteilen, als wir hier oben auf dem Podium. Das führt natürlich zu den Fragen, die wir jetzt haben. Also wie sieht das Bildungssystem insgesamt aus? Wenn Sie jetzt in Google mal nicht Studienabbrecher eingeben, sondern geben mal einen Abbruch der Berufsausbildung, dann kriegen Sie auch viele Treffer. Und das wirft sozusagen so die Grundsatzfrage aus. Wie gehen wir sozusagen mit den sich verändernden Bildungsbiografien und den völlig divers gewordenen Erwartungen um? Es gibt eben nicht mehr den Normstudent, der sozusagen sagt, ich mache jetzt mein Studium und ich habe einen bestimmten soziokulturellen Hintergrund, sondern das ist ganz breit geworden und Bildungsbiografien sind heute ganz flüchtig, wechseln von der einen auf die andere Seite. Und Wissenschaft und Wirtschaft müssen sich, glaube ich, gemeinsam darauf einstellen. Aber haben wir die Vielseitigkeit auf dem Zettel? Funktioniert's oder muss es da noch so einen kleinen Appell geben? Also da das ja, das ist glaube ich keine Schwarz-Weiß-Frage. Wenn Sie gucken, die Partnerschaft von Wissenschaft und Wirtschaft, das wäre meine Blickweise darauf, ist eine sehr starke Teil der Erfolgsgeschichte in Deutschland. So, da kann man immer mal justieren, muss neu diskutieren, gerade wenn sich so grundlegende Dinge verändern wie jetzt, ja, dass das Studieren eher so zum Normalfall wird, dann muss man intensiv in den Dialog gehen. Was heißt das denn jetzt für die bestimmten Anforderungen? Aber wenn Sie mal in den Koalitionsvertrag etwa des Bundes gucken, den laufenden, dann sehen Sie, es soll eine Enquete-Kommission eingerichtet werden zur Stärkung der beruflichen Bildung. Die Hochschulen finden das sehr gut, aber sie fänden es natürlich noch besser, wenn man über das Bildungssystem insgesamt reden würde. Wie verhält sich das zueinander? Wie können die klassischen Säulen des Bildungssystems, berufliche Bildung hier und akademische Bildung hier, wie können die sich besonders gut unterstützen, sodass jeder an dem Platz ist, an dem er am besten aufgehoben ist und gleichzeitig eben für das Gesamtsystem aus Wissenschaft und Wirtschaft die besten Ergebnisse hervorbringt. Veränderte Bildungssysteme, veränderte Hochschulsysteme, da möchte ich gerne mit Ihnen jetzt mal drauf kommen. Stichwort Bologna, das hatten wir ja schon so 2-3 Mal schon gehört. Das Studium ist bei uns Ländersache, jedes Bundesland ist hier rechtlich autonom, das ist nach wie vor so. Allerdings im Zeichen von Europa, da tat sich da was vor knapp 20 Jahren, 1999, am 19. Juni. Der Prozess des Umbaus der nationalen Hochschulsysteme begann, nämlich mit der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung. Es ging darum, in Europa die Mobilität, die Leistungsfähigkeit, die Vergleichbarkeit auch von Abschlüssen zu stärken, um damit auch international die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, aufzubauen.
ich finde, heute aktueller denn je in der heutigen Zeit, sich auch gegenüber beispielsweise auch den USA oder auch Asien, sich durchaus da auch zu behaupten. Markanteste Veränderung war die Einführung von Bachelor- und Masterstudiengang, die aufeinander aufbauen. Dieser Bologna-Prozess, für die meisten das Synonym Bachelor-Master, der sollte bis 2010, Herr Dr. Gaul, abgeschlossen sein und Europa sollte vom Studium her harmonisiert sein in Europa. Wo stehen wir? Frage an den Generalsekretär. Jetzt im Mai fand in Paris die letzte Bologna-Konferenz statt. Was ist da los? Wo sind wir? Ich glaube, alle auf dem Podium würden die Einschätzung teilen, dass das Schöne an unseren Berufen ist, dass es eben auch keine Schwarz-Weiß-Fragen sind. Deswegen versuche ich mal auch einen differenzierten Blick darauf zu werfen. Man muss sich ja noch mal erinnern, das ist kein EU-Prozess gewesen. Ich sage mal vorsichtig gewesen, weil die Systematik, die wir oft haben, ist, dass eine bestimmte Aktivität beginnt in Europa in der Zusammenarbeit von ein, zwei, drei Ländern. Dann wird sozusagen die EU darauf aufmerksam, setzt sich drauf und dann wird es plötzlich sozusagen ein EU-Prozess. Aber der Prozess Bologna war nicht und ist es bis heute nicht ein EU-Prozess. Die EU spielt heute eine starke Rolle, aber es geht deutlich über die EU-Mitglieder hinaus. Ich sage das deswegen dazu, weil die Formulierung soll harmonisiert werden. Ist ja eine typische EU-Formulierung, wie wir sie aus dem Binnenmarkt oder anderen Politikfeldern tatsächlich auch kennen. Das ist legitim, das ist ja ein Erfolgsmodell und vielleicht auch eine Erfolgssprache, wenn man das so will. Aber so ist das natürlich in Systemen, die wesentlich auch von ihrer Autonomie leben, ist das natürlich nicht so einfach. Wenn wir jetzt ganz konkret gucken auf den Mai 2018, den Sie gerade angesprochen haben, letzte Bologna-Konferenz, und versuchen zu sagen, was ist denn sozusagen dort das Thema gewesen, dann können wir feststellen, dass es noch eine Reihe von Aufgaben gibt, die in diesem, ich bleibe in der Terminologie, in diesem Harmonisierungsbereich liegen. Es liegt einfach auch daran, dass eine ganze Reihe von Staaten dazugekommen ist, die sich sehr langsam bewegt. Weißrussland ist das Beispiel, was dort immer diskutiert worden ist. Aber natürlich, ich denke, man würde es aus der Praxis bestätigen können, auch aktuell zwischen den etablierten europäischen Kernländern gibt es natürlich noch viel Arbeit zu leisten, was die Anerkennung etwa von Abschlüssen und den Wechsel angeht. Das ist sozusagen der eine Bereich. Also an diesem Teil muss man weiterarbeiten. Vieles ist aber tatsächlich etabliert. Und der zweite Bereich, und das ist sicherlich interessant, der im Mai jetzt thematisiert worden ist von den Wissenschafts- und Bildungsministern der Bologna-Länder, war zu sagen, brauchen wir denn nicht in Zeiten von globaler Unsicherheit, von gesellschaftlichen Umbrüchen, eben wieder auch eine Stärkung von akademischen Werten, akademischer Verantwortung, akademischer Freiheit. Also über Funktionen eines Hochschulstudiums und einer Hochschulausbildung insgesamt ist dort sehr intensiv auch gesprochen worden, gerade im Lichte der globalen Veränderungen. Und es sind natürlich Zukunftsthemen, auf die wir heute sicherlich auch noch kommen werden, adressiert worden. Es gibt ein Papier, das heißt Bologna Digital zum Beispiel, das aus Deutschland kommt, sogar, ich glaube, recht lesenswert ist. Also die Digitalisierung, wie kann die eingebracht werden? Kurz gesagt, der Bologna-Prozess ist heute in einem etablierten Zustand, aber wenn Sie so wollen, in einer Art positive à la carte Situation. Also er ist etabliert und er muss sich jetzt neu erfinden. Und dazu gibt es ein paar Themen, die so da liegen. Und es wird in den nächsten Jahren jetzt die Aufgabe sein, der Wissenschaft wie auch der beteiligten Staatsseite mit allen Partnern, etwa aus der Wirtschaft, diesen Prozess sozusagen vielleicht nochmal wieder eine definitivere neue Gestalt zu geben. Wir haben die Themen ja auch im Vorgespräch so hinter den Kulissen auch so ein bisschen angerissen. Und da hat sich dann ganz klar herausgestellt, dass Herr Professor Thuy beispielsweise ein riesengroßer Bologna-Fan ist. Was ist für Sie da das Wichtige? Was geht da für Sie absolut deutlich in die richtige Richtung? Ich fand das eine wichtige Reform. Und die Dinge, die wir vorhin angesprochen haben, also zum Beispiel die höhere Akademisierungsgrad hängt, ist ja nur unter diesem Regime möglich geworden, dass wir eben Bachelorabschlüsse haben, die in der Regel nach 3 Jahren mit dem ersten akademischen Abschluss enden. Das macht es auch für Leute möglich. Das zieht auch Leute in die Hochschulen, die traditionell vielleicht eher im Ausbildungswesen waren, auch weil sie von ihrem familiären Hintergrund eher da verortet waren. Also wir haben beispielsweise so in unserem Fernstudium ungefähr 30% Studierende, die haben gar kein klassisches Abitur, sondern die kommen über eine berufliche Qualifikation in die Hochschule. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das macht Bologna erst möglich. Die hätten sich nicht auf den Weg gemacht zu einem Volkswirtschaftsdiplom, wie es ich noch habe, wo sie 5, 6 Jahre gebraucht haben. Also ich habe vorhin gesagt, ich habe 2 Semester länger studiert, als es unbedingt notwendig gewesen wäre, war aber trotzdem bei den schnellsten 15% meines Jahrgangs. Also
da können Sie sehen, wie das früher war. Das war eine andere Zeit. Das war eine andere Zeit. Und dann ist natürlich Bologna auch die, hat Bologna die Möglichkeit eröffnet, Dinge auszutauschen, auch Leistungen auszutauschen über ein Währungssystem, das etabliert worden ist. Und was da kam ja viel Kritik dran, üben, wie das in der Praxis umgesetzt wird, aber das System an sich ist eigentlich einfach und transparent. Und von daher bin ich also starker Befürworter dieses Systems, auch weil wir eben nicht diese große Zahl, 51% eines Jahrgangs, dahin bringen müssen, jetzt mit einem Masterabschluss am Ende dann die Qualifikation zu haben, zu promovieren beispielsweise oder in der wissenschaftlichen Community ihre Erfüllung zu finden, sondern wir haben eben Hochschulabschlüsse für Leute, die auch ein sehr praktisches Verwendungsfeld finden. Mhm. Und ziehen damit auch Menschen in Branchen, Sie können das vielleicht bestätigen, die eben mit einer Ausbildung dort nicht so primär liebäugeln. Von den Elsen, ein Schritt in die richtige Richtung, was sagen Sie dazu? Absolut. Ja? Also ich hatte heute gerade, ich habe es Ihnen vorhin schon erzählt, einen jungen Mann zum Schnupperpraktikum bei mir, der eben an der IOBH demnächst einen Praxisplatz belegen möchte im Rahmen des Bachelorstudiums Tourismuswirtschaft. Mhm. Und das ist sicherlich natürlich dadurch auch eine Möglichkeit, an künftige Fachkräfte zu gelangen, die einen Schritt mehr gehen, über den Tellerrand hinausschauen, auch innerhalb der 3,5-jährigen Ausbildung oder des Studiums dann und eben den Praxisbezug direkt mitnehmen. Der musste aber nicht nur bei Ihnen Gläser polieren, oder? Nein, nein, ich bin ja kein schwarzes Schaf. Sondern der hat durfte richtig mit anpacken. Der durfte bei mir im Büro sogar sitzen heute. Oh. Toll. Herr Professor Engels, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Herrn Dr. Gaul eben, da wurde ja auch bei Bologna auch im Mai darüber nachgedacht, vielleicht doch noch ein bisschen wieder so ein bisschen wie früher, ein bisschen breiter aufstellen, vielleicht auch ein bisschen den Druck rauszunehmen, nicht ganz so den Fokus. Ist das der richtige Weg? Was sagen Sie dazu? Also ich glaube, zunächst mal lässt sich der Prozess überhaupt nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Und der lässt sich auch aus guten Gründen nicht mehr zurückdrehen. Also ich finde, die Vorteile dieses Prozesses werden auch zu wenig in den Vordergrund gestellt. Also allein die Vergleichbarkeit, die erhöht wird, wenn es auch nur eine formale ist, die fördert zum Beispiel den Austausch von Studierenden innerhalb von Europa. Das ist heute leicht geworden. Es kann jemand in Spanien kurz studieren, wieder nach einem halben Jahr zurückkommen und er hat das halbe Jahr nicht verloren, jetzt rein ausbildungsmäßig. Das sind Dinge, die ungeheuer wichtig sind, finde ich. Es hat Schwierigkeiten in der Umstellung gegeben, gerade, ich sag mal, bei so Universitäten wie in Bonn, die über Jahrzehnte anderes gewohnt sind, vor allen Dingen in den Diplomstudiengängen, wo es den Diplomingenieur nicht mehr gibt, den Diplomvolkswirten nicht mehr gibt. Das ist alles mit Schwierigkeiten verbunden gewesen, aber ich denke, das ist jetzt überwiesen, wenn man den Status quo klar macht. Ich beobachte auch jetzt wieder so eine leichte Rückwärtswelle. Ich glaube, sie liegt einfach daran, dass der Fokus allzu sehr auf sozusagen die praktische Verwendbarkeit gesetzt worden ist. Also ich rede hier niemand das Wort, der sagt, die Ausbildung soll nicht praktische Bezüge haben. Das muss sie haben. Aber wir können uns schon fragen, ganz im alten Schillerschen Sinne, bilden wir nur für den Brotberuf aus oder wollen wir auch den jungen Leuten eine Chance geben, sich selber auszubilden in den Talenten, die in ihnen schlummern, die man zur Entfaltung bringen kann. Und das lässt sich manchmal in der Kürze des Studiums, wie es jetzt angelegt ist, so nicht verwirklichen. Das muss man ganz klar sagen. Ich denke mir auch, der ausgebildete junge Mensch, der heißt nicht unbedingt, dass das kein praktischer Mensch ist. Im Gegenteil. Ich sage mal, in meinem alten Job habe ich gerade die Erfahrung gemacht, dass jene Leute, die eine besonders breite Ausbildung und Bildung hatten, diejenigen waren, die den Karren auch zogen. Also auf die sollten wir nicht verzichten und von daher kann ich es gut verstehen, dass jetzt mehr wieder inhaltlich diskutiert wird und gefragt wird, vermitteln wir noch die richtigen Bildungsinhalte, wenn wir es allzu sehr auf die praktischen Erfolge münzen. So, das ist auch die Diskussion, die wir innerhalb der Hochschule führen. Ne? So sieht das die Hochschule, so sieht das die Bonner Universität. Was sagt die Hochschulrektorenkonferenz dazu, Herr Dr. Gaul? Kann ich nur unterstützen, gerade die europäische Dimension, die Professor Engels angesprochen hat, ist extrem wichtig. Wenn Sie sich daran erinnern, dass der französische Präsident Macron hat ja eine sozusagen Rede gehalten, die Sorbonne-Rede, wo er versucht hat,
neue Fundamente für Europa zu legen. Und ein Vorschlag dort ist, dass es eben europäische Universitätsnetzwerke geben soll. Und warum kommt er darauf? Weil, wenn man sich überlegt, das Professor Engels hat das schon skizziert, wer bewegt denn Personen durch Europa seit vielen, vielen Jahren ganz regelmäßig durch den Austausch der Studienprogramme, über das Erasmus-Programm, das es gibt von der Europäischen Union, über den Forschungsaustausch in der Zusammenarbeit, dann leisten die Hochschulen natürlich für ein geeintes Europa und ein gemeinsames Verständnis, gemeinsame kulturelle Werte an diesem Punkt sehr viel. Und darauf aufsetzend hat jetzt der neue Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Professor Alt, eben auch in dem Sinne vorgeschlagen, warum sollte es nicht so etwas wie ein europäisches Studium Generale geben? Also etwa, dass man zentrale Texte aus anderen Sprachkreisen und Kulturen als Teil des normalen Curriculums versteht, gewissermaßen am Beginn des Studiums oder studiumsbegleitend, um eben auch diesen Gedanken eines starken und gemeinsamen Europas weiter zu betonen. Ein starkes und gemeinsames Europa, auch mit Blick auf die Hochschulpolitik, darum geht es jetzt. Bologna haben wir besprochen. Der zweite wichtige Punkt im Bologna-Prozess, Herr Professor Thuy, sind die sogenannten ECTS-Punkte. Herr Professor Engels hatte eben schon diese Vergleichbarkeit angesprochen, was er wunderbar fand. Und ich glaube, diese European Credit Transfer System-Punkte, das hört sich nach Noten an, sind aber keine Noten. Die machen es aber ein bisschen leichter mit der Vergleichbarkeit. Bitte klären Sie uns auf, was sind ECTS-Punkte? Die machen es ein bisschen leichter. Ich hätte gern kurz noch eine Replik, oder ja, keine Replik, aber eine Anmerkung zu der Breite. Natürlich ist es wichtig, eine breite Bildung zu haben, Kommunikationsfähigkeiten, sogenannte Social Skills zu entwickeln, aber wir dürfen natürlich auch nicht so tun, als ob für alle Studierenden, die 10, 12, 14 Semester studiert haben, sich die ganze Zeit also Kompetenzen dieser Art angeeignet haben, sondern da waren eben auch ein guter Teil dabei, der sich halt einfach ein bisschen Zeit gelassen hat. Ja, also das muss man überhöht es, glaube ich, in vielen Punkten überhöht man die Vergangenheit gerne. Aber die zurück verklärt sehr häufig. Ja. Ja, richtig. Aber bei der Vergleichbarkeit haben wir nun einen echten Fortschritt, also aus meiner Sicht gemacht. ECTS ist so eine Art Währung in der Hochschulbildung und die ist am Ende des Tages eine Währung, die mit Zeit hinterlegt ist. Also ein ECTS-Punkt in einem Modul, wie das heute heißt, der korrespondiert mit ungefähr 30 Stunden Arbeitsaufwand. Das heißt, wenn Sie jemanden bekommen an Ihre Hochschule, der hat 10 ECTS-Punkte in, sagen wir, Marketing, dann können Sie davon ausgehen, dass die Programmverantwortlichen, die ihn ausgebildet haben, davon ausgegangen sind, dass er sich ungefähr 300 Stunden mit der Thematik befasst hat. Das heißt jetzt noch nicht, dass der gut oder schlecht ist in dem Bereich. Das würde ja weiterhin durch die Note ausgedrückt. Das heißt aber zumindest, es gibt eine bestimmte Befassensnotwendigkeit, die aus dem Programm ermisst. Und da haben wir aber jetzt eine Währung, die es halt vergleichbar macht. Während wir früher ja so das Thema hatten, Semesterwochenstunden, naja, da sind Sie in ein Seminar gegangen, das hatte eine Semesterwochenstunde, weil Sie haben sie am Ende des Tages, also wir haben das immer so gemacht, im Blog irgendwann zu einem Wochenende zu einer Diskussion getroffen, da haben Leute ihre Seminararbeiten vorgestellt, dann war das Thema durch, da hat niemand gemessen, wie lange würden die denn brauchen, das musste gut sein. Heute haben wir ECTS, wie gesagt, als eine Art Währung und diese Währung ist für die Hochschulen ein Anhaltspunkt, wie intensiv ein Programm sich einem bestimmten Themenkreis, einem bestimmten Modul widmet. Aber es geht um den zeitlichen Aufwand, um das nochmal klar zu stellen. Es geht um zeitlichen Aufwand. Herr Professor Engels, die ECTS-Punkte sollen die Leistung, aber es ist dann ja nur die zeitliche Leistung, die da im Studium vergleichbar gemacht wird, damit Europa auch in Sachen Hochschulpolitik weiter zusammenrücken kann. Aber gelingt das dann mit den ECTS-Punkten? Ja. Ist das nicht ein bisschen wenig? Also man darf natürlich nicht den Fehler machen, dass man jetzt sagt, also weil wir dieses formale System haben, ist alles in Ordnung. Das ist nur, man zählt Quantitäten. Ja. Mhm. Man zählt überhaupt nicht Qualitäten. Und die inhaltlich qualitative Diskussion, die müssen wir natürlich führen. Mhm. Aber es ist schon mal sehr wichtig für Studierende zu wissen, wenn ich von Bonn aus ein halbes Jahr nach Salamanca gehe und wieder zurückkomme, dann ist das für mich keine im Studium verlorene Zeit, sondern eine Zeit, die anrechenbar ist, wie auch immer. Trotzdem muss man dann schauen, was hat er oder sie denn in Salamanca gelernt? Kann man das brauchen oder nicht brauchen? Und dementsprechend wird man ihn auch letztlich formal beraten und sagen, also das hat keinen Zweck, dass du mit diesen Dingen jetzt ins Examen gehst, ja, oder deine Prüfung ablegst, dann machst du besser hier nochmal was. Aber ich denke mir, dass für sozusagen als Sprungbrett für die jungen Leute und als, um das wirklich gleitfähiger zu machen, ist das schon sehr, sehr wichtig, weil ich denke, das sehe ich wie Sie. Europa lebt davon, dass die jungen Leute die Erfahrung machen, quer durch Europa zu gehen. Und
da, ich sag mal, sind formale Hemmnisse abgebaut worden und das sollten wir schon wirklich hoch genug bewerten. Allerdings betone ich auch jetzt, und das ist keine Verherrlichung von Vergangenheit, ich sage, wir müssen die interne Diskussion schon führen, wie füllen wir das Ganze qualitativ auf. Und da macht es einen Unterschied, ob ich als Ideal nur und ausschließlich die Berufsausbildung habe oder ob ich auch daneben setze, ich sage mal, einen gewissen Bildungsanspruch. Das ist normativ absolut gemeint. Wie das faktisch abläuft, ob das früher gut oder schlecht war, lasse ich mal vollkommen dahingestellt. Ich weiß auch nicht, wenn ich heute den Anspruch stelle, ob davon alle dann Gebrauch machen werden. Ja. Das weiß ich auch nicht. Gehört alles zur akademischen Freiheit. Aber ich denke, das Angebot, das sollte da sein. Aber dann lassen Sie uns doch mal über Qualifikationen und Qualitäten sprechen. Frau van den Elsen, wenn Sie ein Zeugnis eines Hochschulabsolventen sehen, Sie haben ja gerade jemanden bei sich, er bewirbt sich bei Ihnen, was kann man da sehen? Wie aussagekräftig ist das und was ist Ihnen auch wichtig? Also wichtig ist vor allem, dass wir erkennen, dass ein gewisser Praxisbezug schon mal stattgefunden hat, dass Praktika absolviert worden sind, während oder vor dem Studium oder nach dem Studium. Wichtig ist auch, dass eine gewisse Selbstständigkeit zum Arbeiten, Lernen besteht und je nachdem, welche künftige Fähigkeit dann angestrebt wird, auch auf dem jeweiligen Niveau der Studierende sich gerade befindet. Das können Sie alle aus dem Zeugnis lesen? Wir geben uns stets Mühe. Wir sehen das die anderen, Herr Dr. Gaul. Worauf kommt es an? Also es ist ja gut, wenn es noch ein Zeugnis gibt. Die große Debatte, die vor uns liegt, ist ja noch eine, die deutlich weitergeht. Und wir verlassen uns eben darauf, zu Recht und müssen das nach unserem Selbstverständnis auch, dass wir in einer Zertifizierungswelt leben. Ja, das heißt, wenn ich jemanden einstellen will, ganz praktisch, dann will ich da keinen Fehler machen, dann gucke ich, überzeuge ich mich natürlich persönlich, aber ich schaue natürlich auch auf die Zeugnisse. Die beiden klassischen Säulen unseres Bildungssystems, die berufliche Bildung und die akademische Bildung, sind im Moment massiv herausgefordert durch ein Phänomen, nonformale und informelle Bildung genannt. Ich will das mal sozusagen skizzieren, was damit gemeint ist. Die nonformale Bildung, das ist ein ganz bekanntes Phänomen, wenn Sie jetzt in den Bereich etwa der Volkshochschulen gucken, ein eingeführter, bewährter Anbieter von Bildungsleistung, der in der Regel auch Zertifikate ausgibt für das, was er tut. So. Wir kommen jetzt aber über diese eingeführte und starke traditionelle Marke Volkshochschulen hinaus in einen völlig neuen Anbietermarkt im Rahmen der nonformalen Bildung. Das heißt, Sie können zum Teil über im Ausland, aber auch im Inland über verschiedene Plattformen eine Reihe von Bildungszertifikaten erhalten. Die heißen dann Micro-Degrees oder Nano-Degrees oder ähnliches und zertifizieren Ihnen oder bescheinigen Ihnen, dass Sie zum Beispiel eine bestimmte Art von App programmieren können. So. Wir haben aber überhaupt keine Routinen umzugehen damit, wenn ich mir ein Zeugnis angucke, dann weiß ich, dann sehe ich dahinter, da steht zum Beispiel eine Kammer dahinter, das weiß ich, ein lange eingeführtes Qualitätssystem oder es steht eben eine Hochschule dahinter. Das sind alles Dinge, die wir kennen und mit denen wir umgehen können. Wenn ich dann von dem Bewerber auf den Tisch irgendein Nano-Degree habe, von einem Anbieter, von dem ich vielleicht noch nie etwas gehört habe und der vielleicht auch nicht zertifiziert ist, dann fällt es mir viel schwieriger da oder schwerer, da Informationen herauszunehmen. Mhm. Und wenn Sie noch einen Schritt weitergehen in die sogenannte informelle Bildung, dann sind Sie im Grunde in ganz besonderer Weise herausgefordert. Was ist damit gemeint? Gemeint ist die klassische Silicon Valley-Situation. Der junge Mensch kommt zu Google und sagt, ich habe keinerlei Abschluss in nichts, kein Zertifikat, aber ich programmiere euch hier alle an die Wand, gebt mir nur einen Computer. Kriegt seinen Computer, beweist es, wird eingestellt. So. Unsere Systeme sind darauf nicht eingerichtet. Wir haben auch Arbeitsproben und solche Dinge bauen wir so ein bisschen ein, aber in die sozusagen eine fundamentale Umstellung, die nur auf die Fähigkeit guckt, ohne dass diese zertifiziert ist. Das wird eine sehr grundlegende Herausforderung in den nächsten Jahren werden für die beiden etablierten und bewährten Säulen des Bildungssystems. Aber mit dem, was Sie sagen, sind wir jetzt deutlich auch in dem Punkt, wo ich jetzt gerne mit Ihnen noch hingehen möchte. Wir haben ja bewusst gesagt, wir wollen einen thematischen Bogen, einen breiten thematischen Bogen von der Bonner Universität bis hin zu Learning 4.0, zur Digitalisierung. Und da sind wir ja gerade, wenn wir von Silicon Valley sprechen, wenn wir von Apps reden, wenn wir von E-Learning reden, dann sind wir genau dort, Herr Professor Tui. Die privaten Hochschulen bezeichnen sich selber als Kunden, also als Studierenden orientiert und setzen dabei vermehrt auf die Digitalisierung der Hochschule und des Studiums. Wie sieht das aus bei Ihnen? Also bei uns sieht es so aus, dass wir zumindest im Fernstudium ein System etabliert haben, eine Plattform etabliert haben,
wo der Studierende physisch eigentlich nicht mehr zu uns kommen muss. Er kann alles im Netz abrufen. Er hat Tutorien wöchentlich, wo auch von Angesicht zu Angesicht gelehrt wird. Er hat aber auch eine große Zahl von Lernhilfsmitteln, Videos, Podcasts, Probefragen, die er machen kann. Er hat eine Sprechstunde über E-Mail beispielsweise und er kann sogar geprüft werden mit dem elektronischen Proctor, also einem Aufseher sozusagen. Und das ist alles dem Umstand geschuldet, dass wir die von Herrn Dr. Gaul vorhin auch schon proklamierte Diversität der Studierendenschaft haben mittlerweile. Wir haben eben Studierende, die haben eine bestimmte Hemmung oder auch ein objektives Hemmnis, eine Hochschule zu besuchen, Vollzeit für 3-4 Jahre. Die müssen nämlich entweder ihr eigenes Geld verdienen oder sie wollen ihren Job nicht aufgeben. Sie sind Spitzensportler, sie haben ein Kind zu Hause, um das sich kümmern müssen oder immer mehr Mutter oder Großmutter, die also quasi Pflege brauchen. Die können alle kein regelmäßiges Studium aufnehmen und denen hilft natürlich die Digitalisierung kolossal. Darüber hinaus schaffen wir mit der Digitalisierung zwei Dinge, also gern wird den Privaten wird er gern unterstellt, dass der Produktivitätseffekt an erster Stelle steht. Das ist ein Effekt, der ist gar nicht so groß. Aber auch der Qualitätsaspekt ist natürlich da. Wenn ich als Rektor in dem Präsenzteil, in dem wir das weniger haben, mir vorstelle, was so in den Hörsälen passiert, dann bin ich guter Hoffnung, dass das alles in Ordnung ist, aber ich weiß es nicht. Ich habe keinerlei Kontrolle, während ich in der elektronischen Welt also auch die Qualität besser kontrollieren kann. Mhm. Das ist standardisierter. Das kommt nicht entgegen dem Aspekt der Individualisierung, aber wir bilden natürlich mit so einem Programm auch eben ein Programm für einen Teilausschnitt der Studierenden. Mhm. Also wollen auch gar keinen Alleinvertretungsanspruch erheben. Aber für einen guten Teil der heute Studierenden ist das die einzige Möglichkeit oder zumindest die bequemste Möglichkeit zu studieren. Jetzt haben Sie so ein bisschen skizziert, wie das bei Ihnen aussieht, Herr Professor Engel. Sie sind von Hause aus Jurist. Was kann sich jetzt zum Beispiel ein Institut wie das Juristische der Uni Bonn mit mehreren tausend Studenten davon draufpacken, davon lernen, was Sie eben gerade gehört haben? Da brauchen wir gar nicht so viel zu lernen, weil schon vieles von dem auch in die Praxis umgesetzt ist. Also die Umwälzungen hier an der Bonner Universität sind in diesem Prozess immens. Das ist ja auch kein Prozess, der von heute auf morgen kommt und auf uns runterregnet, sondern der seit vielen Jahren läuft. Alle diese Dinge, die Sie angesprochen haben, von E-Learning bis hin zur Prüfungsabnahme elektronischer Art, das gibt es alles. Es gibt ein Hochschulrechenzentrum, wo nicht nur gerechnet wird, sondern wo auch die Studierenden den Umgang mit, ich sag mal, den neuen Instrumenten sehr vertieft lernen können. Angefangen davon, wie baue ich eine Website auf, bis hin zu, wie mache ich Präsentationen und Sonstiges, wie gehe ich mit Informationen im Netz um und so weiter. Also das wird hier in Bonn wirklich als Chance begriffen, als Hilfsmittel. Allerdings, jetzt glaube ich, kommt ein kleiner Unterschied. Wir haben eine große Diskussion darüber, auch im Gefolge der Reform des jetzigen Hochschulgesetzes, halten wir an dem Grundsatz fest, dass die Universität eine Präsenzuniversität ist, also wo man auch an Lehrveranstaltungen teilnehmen muss, wenn man den Zugang zu bestimmten Prüfungen haben will. Das heißt jetzt nicht, dass man bei jeder Veranstaltung dabei ist, aber dass es doch Veranstaltungen gibt, bei denen eine Präsenzpflicht besteht. Ich selber bin ein großer Befürworter, dass man an dieser Präsenzpflicht festhält, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Wissenschaft sich in der kommunikativen Auseinandersetzung manifestiert, dass sie auch dieser Auseinandersetzung bedarf, dass auch die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Aufgabe haben, in solchen Lehrveranstaltungen auch das sozusagen zu hinterfragen, was über die digitalen Instrumente erreicht werden kann, weil wir sonst, glaube ich, schnell Schiffbruch erleiden. Ich mache das mal ein ganz kleines Beispiel klar. Wenn jemand sich mit Rechtsphilosophie befasst, dann kann er ins Internet gehen und dann kann er eine Vorlesung des großen amerikanischen Rechtsphilosophen Sandel verfolgen. Das sind ganz tolle Vorlesungen, fantastisch. Aber wenn er nur die hört, hat er überhaupt keine Möglichkeit zu vergleichen,
Wie sieht es aus mit unseren deutschen Ansätzen? Wie sieht es aus, wie weit sind wir in den entsprechenden Fragen gekommen? Was sind die methodischen Unterschiede in der Herangehensweise eines Amerikaners zu denen hier in Deutschland? Dazu bedarf es, glaube ich, einer sozusagen präsenten Auseinandersetzung mit den jeweiligen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, um diese Geschichten auch richtig einordnen zu können. Ich könnte viele weitere Beispiele anführen. Ich widerspreche Ihnen nicht, dass das ganz tolle Hilfsmittel sind, aber sie bedürfen der Ergänzung durch die Präsenz. Also Präsenzpflicht auf der einen Seite und das, was Herr Professor Turi gerade ausgeführt hat, da kriegt man Sie natürlich nicht zusammen, aber das muss man ja auch nicht, das soll man nicht. Aber also, Sie haben noch einen Nachtrag. Ich habe noch einen Nachtrag. Ja, das heißt also, digitale Bildung heißt ja nicht, dass der Austausch von Argumenten verhindert wird. Er findet nur in Teilen, also übers Netz statt und in Teilen eben auch zeitlich asynchron. Das heißt, es werden sehr wohl Meinungen ausgetauscht. Das ist ja Kern der akademischen Bildung, eben mehr als das Vermitteln von Fakten, sondern den Diskurs zu befördern. Da legen wir schon großen Wert drauf. Aber wir bedienen uns eben anderer Mittel. Das ist aus meiner Sicht weder besser noch schlechter. Das ist eben einfach anders. Und wir ermöglichen eben die Teilnahme am Diskurs auch einer Studierendengruppe, die eben die Voraussetzungen für eine Präsenz, für ein Präsenzstudium nicht hat. Wir haben ja selber Präsenzstudienstandorte, wo das ganz klassisch gemacht wird, aber eben darüber hinaus auch für eine bestimmte Zielgruppe andere Formate. Herr Dr. Gau, lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Stichwort Digitalisierung. Wenn ich mir Ihre Plattform Hochschulforum Digitalisierung, ist so ein bisschen hölzern, aber Hochschulforum Digitalisierung.de ansehe, das Sie mit dem Stifterverband und auch mit dem Bundesbildungsministerium betreiben. Wofür setzen Sie sich ein? Wie muss das Studium in Zukunft sein? Das ist im Wesentlichen vom Bundesbildungsministerium finanziert. Mhm. Wir betreiben das mit den Partnern, mit dem Zentrum für Hochschulentwicklung noch dazu. Ja, das ist hölzern, besser können wir nicht, aber irgendwann werden wir das auch noch irgendwie etwas schicker, wenn der Inhalt stimmt, schicker hinkriegen. Ich finde, man sah, hat jetzt an dem eindrucksvollen Austausch zwischen den sozusagen Leitungspersonen aus den Hochschulen die ganze Bandbreite dieses Themas gesehen. Und wenn man genau hinguckt, ist ja das merkwürdige Kennzeichen dieses Digitalisierungsprozesses, dass er keine Treiber hat, beziehungsweise er hatte mal einen Treiber, ich sage gleich was dazu, aber im Moment ist es so, dass er sozusagen einfach geschieht. Die ursprünglichen Treiber dieses Prozesses waren zunächst mal die, die etwas verkaufen wollten. Das war sozusagen der Höhepunkt der sogenannten MOOCs, Massive Online Open Courses, also sozusagen Vorlesungen im Netz, die man sich sozusagen anschauen konnte. Diejenigen, die das entwickelt haben und verkaufen wollten, sehr starker Schub aus Asien, vor allem auch aus den USA, die hatten sozusagen zunächst mal die Vision, dass es die, das Schlagwort ist ganz anschaulich, Klicks statt Bricks. Ja, also es gibt sozusagen, irgendwann gibt es die Universität als echten Ort nicht mehr, sondern er wandert sozusagen in das Internet. Die Aufregung darum hat sich gelegt und man kann jetzt feststellen, Stichwort kein Treiber, wer treibt den Prozess? Eine Weile dachte man, das sind die Studierenden. Und natürlich ist es ein ganz wesentlicher Punkt, Teilzeitstudium. Professor Thuy hat es angesprochen. Wenn Sie zu mir gesagt hätten, Teilzeitstudium vor 15 Jahren, hätte ich gelacht und an meine Partys gedacht während des Studiums. Und das hätte ich unter Teilzeitstudium verstanden. Heute hat die Hochschulrektorenkonferenz dieses Jahr oder letztes Jahr eine Empfehlung zum Teilzeitstudium im Sinne eines echten Studienmodells ausgesprochen, weil, wie Professor Thuy ganz anschaulich geschildert hat, sich die Nachfrage und der Typus der Studierenden, die akademische Bildung nachfragen, eben deutlich verändert haben, sodass man das heute anbieten muss. Und da ist das sozusagen ohne digitale Hilfsmittel praktisch irgendwie nicht möglich. Wenn man aber die Studierenden befragt, und da gibt es massive Befragungen, national wie europäisch, dann sagen die keineswegs, oh, ich will da niemand anderes sehen und ich will auch nirgendwo hingehen, sondern die sagen, ich will den engen Kontakt mit dem Professor oder der Professorin, den Austausch mit meinen Studierenden und ich will natürlich gleichzeitig möglichst viele gute unterstützende digitale Hilfsmittel noch haben. Das heißt, es sind gar nicht die Studierenden, die sozusagen eine radikale Digitalisierung einfordern. Wenn Sie jetzt weitergehen, sind es vielleicht die Professorinnen und Professoren? Fällt die Antwort eher leicht? Nein, die sind es sicherlich auch nicht, auch wenn da unterschiedlich drauf eingegangen wird. Viele sind ganz aktiv inzwischen in diesem Bereich, manche sind eher noch zurückhaltender. Und die Hochschulleitungen, wir haben es hier gehört, müssen mit einer sehr komplexen Problemlage umgehen. Dass es nämlich Digitalisierungswünsche gibt, auf die man eingehen muss und die ganz selbstverständlich heute sein müssen. Und gleichzeitig aber muss man es schaffen, den Diskurs zu gewährleisten und nach dem Willen vieler Studierender und natürlich auch vieler Lehrender auch durchaus vor Ort als Präsenzort. Das heißt, wir haben eine komplizierte Gemengelage auf dieser Ebene und daneben steht ja noch die große Frage, was heißt Digitalisierung denn für die Kompetenzen? Also was braucht die Wirtschaft auch? Was wünscht sie sich sozusagen an Kompetenzen? Und wie kann man es schaffen,
das zu einer echten Querschnittskompetenz zu machen. Also wenn man jetzt ranging und sagt, nur die Ingenieure brauchen digitale Kompetenzen, dann wäre man sicher vollkommen falsch. Was heißt es denn, in ein Curriculum zu implementieren, für den Philosophen zum Beispiel digitale Kompetenzen, als jemand, der eben auch Jurist ist und auch schwerpunktmäßig im Bereich Rechtsphilosophie gearbeitet hat, kann ich das Beispiel jetzt sehr gut nachvollziehen. Was heißt das denn? Was verändert sich denn an diesen Fragestellungen? Das heißt, die Hochschulen haben gerade die große Aufgabe, sozusagen in die Curricula aller Studiengänge digitale Kompetenzen, Informationskompetenzen einzubauen. Und dazu müssen sie zum großen Teil die Curricula einfach neu entwickeln und neu designen. Und das geht nur im engen Diskurs mit den Fachkulturen und natürlich aber auch ganz wichtig am Schluss mit denjenigen, insbesondere aus der Wirtschaft, die diese Kompetenzen dann nutzen wollen. Also das muss neu geschrieben werden, darüber muss nachgedacht werden. Aber Sie haben auch gesagt, die Studierenden wollen auch ihren Dozenten haben, greifbar haben, um mit ihm Dinge persönlich auch Auge in Auge zu besprechen. Aber wie sehr müssen dann möglicherweise, wenn wir dann über Digitalisierung sprechen, Herr Professor Engels, womöglich auch die Dozenten mitwachsen, weil die müssen sich das ja auch drauf schaffen. Es bringt nichts, wenn der da stehen bleibt. Und ich habe Studierende vor mir, die sind da inhaltlich zwei, drei, vier Schritte womöglich im Bereich der Digitalisierung weiter. Dann helfe ich dem Studierenden damit nicht. Klar, das ist ein Prozess, der natürlich dauert. Die jüngeren Professorinnen und Professoren sind damit groß geworden und ich sag mal, für die ist das alles selbstverständlich. Für Leute, die in etwa in meinem Alter sind, die sind Freaks und können das wunderbar. Und es gibt welche, die das natürlich innerlich ablehnen und da muss man halt auch mitleben. In Bonn ist es so, das ist relativ genau erhoben, dass etwa im Augenblick 40% der Dozentinnen und Dozenten, also Professoren und Lehrbeauftragte, ihre Lehre digital unterstützen, wie auch immer. Das, finde ich, ist für eine Universität wie Bonn, die ja relativ konservativ ist, schon mal jetzt ein ganz guter Wert. Das heißt aber, es ist noch viel Luft nach oben, das muss man auch sagen. Ja? Also ich kann Ihnen jetzt noch keine heile Welt hier versprechen, sondern das sind Prozesse, die dauern. Und ich sage mal, in 10 Jahren werden wir uns wahrscheinlich darüber nicht mehr unterhalten müssen, weil dann auch alle Professorinnen und Professoren erkannt haben, welche enorm wunderbaren Chancen darin bestehen. Und also ich meine, gerade wenn wir über Jura reden, nicht? Früher standen die Studierenden Schlange, um ein Buch zu kriegen. Und das entscheidende Buch war in der Regel vergriffen. Heute machen sie einen Klick und haben alles. Ja? Allein solche Dinge sind, glaube ich, fast Selbstläufer. Und werden die Treiber sein, sage ich. Aber was sind denn, also wie bedeutsam ist denn die Digitalisierung, wenn wir dann wieder in die Praxis gucken bei Ihnen? Macht das vor bestimmten Bereichen Halt oder gilt es generell für alle? Wie würden Sie es sagen, wenn Sie da an Ihr Klientel denken? Also auch mit Blick auf die Kammer macht es überhaupt gar keinen Halt, ganz im Gegenteil. Also wir haben das elektronische Berichtsheft, was unsere Auszubildenden in einer Software fertigen, wo der Ausbildungsberater Zugriff drauf hat, der Ausbilder hat Zugriff. Man kann dort die Prüfungsergebnisse sehen, also das ist ganz transparent und für jedermann jederzeit zugänglich. Wir haben in der Kammer die Situation, dass wir Kran-Simulationen haben durch eine Virtual Reality-Brille. Also Auszubildende als Berufskraftfahrer nicht mehr ihr Führerhaus verlassen, um den Kran eben zu bedienen, der auf der Ladefläche ist, sondern das über eine Brille geschieht. Wir prüfen digital über Tablets. Wir haben das E-Learning-System in der Weiterbildungsgesellschaft der IHK. Unsere Auszubildende im Unternehmen haben eine Lern-App, wo die Ausbildungsrahmenpläne hinterlegt sind, wo sie spielerisch die Inhalte erlernen. Das ist gelebte Realität und ich glaube, dass das durchaus eine Win-Win-Situation für alle Seiten ist. Digitalisierung, gelebte Realität, fast schon so ein Satz in Stein gemeißelt, den würde ich gerne mitnehmen, Herr Professor Engels, weil wir sind uns einig, das ist nicht aufzuhalten, soll auch nicht aufgehalten werden, egal ob ich jetzt an einer privaten Hochschule bin oder an der staatlichen, an der Uni in Bonn. Da sind wir uns alle einig. Herr Professor Engels, 1968, da habe ich am Anfang schon mal darauf abgezielt, haben Sie Ihr Jurastudium an der Bonner Uni begonnen, eine wilde Zeit, die 68er, ich weiß nicht, wie wild das bei Ihnen war, unter den Talaren Muff von 1000 Jahren, ich will da jetzt auch nicht zu indiskret werden, es waren aber eine der wesentlichen Parolen der damaligen Studentenbewegung. Ist jemand, der in den letzten 30, 40, vielleicht auch 50 Jahren in der Hochschullandschaft groß geworden ist, so wie Sie das ja sind, ist das auch derjenige,
der dafür eintreten muss, so einen Paradigmenwechsel womöglich auch anzuschieben? Sind Sie da und auch den Widerstand im eigenen Haus womöglich oder einen gewissen Widerstand im eigenen Haus auch aushalten zu können? Wie sehen Sie das? Ja, ich denke, das muss man. Also ich möchte nicht, dass wir Alten wie in der Muppets-Show da oben hängen und sagen, früher war alles besser. Sie meinen Waldorf und Stettler, ja, die oben, genau, auf dem Balkon. Nee, ja, auf, ja, dem Balkon, die beiden. Also das finde ich völlig fehl am Platze. Ich finde es erstens wirklich fantastisch, dass so viele junge Leute heute studieren können und dass ihnen diese Chancen eröffnet werden. Ich finde, es tut ihnen selber gut, aber es tut auch unserer Gesellschaft insgesamt gut. Und die einzige Ressource, die wir nun mal haben, sind die jungen Leute, die entsprechend auch dann auch ausgebildet werden müssen. Das Zweite ist, wir sollten da alle Chancen nutzen, die Sie ebenso auch nochmal eindrucksvoll geschildert haben. Ich denke, da braucht man gar nicht lange drüber zu diskutieren. Die Vorteile überwiegen da eindeutig die Nachteile. Natürlich gibt es einzelne Nachteile. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Argumente zu sammeln. Ich bin auf 72 Argumente gekommen, die gegen Digitalisierung angeführt werden. Aber ich denke, das, was Sie eben geschildert haben und was wir auch versucht haben, hier überzubringen, wiegt dies alles auf. Und von daher, glaube ich, haben wir auch eine Verantwortung, diesen Prozess auch mit nach vorne zu schieben. Dieser Prozess muss nach vorne geschoben werden, Herr Dr. Gaul. Sind die Älteren oder, wie soll ich sagen, die Erfahreneren womöglich diejenigen, die da mutiger vorgehen, um das umzusetzen? Oder sind es eher die Jungspunte, wie würden Sie es sagen? Oder braucht man da frischen Geist nach dem Motto, neue Besen kehren gut? Oder sind es beide? Ist es eine Synergie? Wie würden Sie es sehen? Wenn ich die Erfahrungswerte anschaue, die wir im Hochschulforum Digitalisierung haben, dann kann man sagen, ich glaube, der entscheidende Punkt ist weniger das Alter. Das spricht vielleicht ein bisschen mit rein. Aber der entscheidende Punkt ist, gibt man den Hochschulen ihrem Wesen gemäß die Möglichkeit, diesen Prozess selbst zu gestalten? Hochschulen reagieren mit guten Gründen sozusagen auf Druck ungern. Schlecht, ja, reagieren sie schlecht. Psychologisch nennen wir das, glaube ich, Reaktanz. Das will man nicht. Es gibt eine Autonomie der Hochschulen und diese Autonomie ist kein Selbstzweck, sondern ist Bedingung für die Qualität dessen, was wir dort tun. Und deswegen ist es ganz wichtig, das zeigen die Erfahrungen in diesem Hochschulforum, dass man die Möglichkeit hat, diesen Prozess selbst zu gestalten. So sind auch die Angebote, die wir in diesem Hochschulforum machen, zu sagen, hier gibt es die Möglichkeit, Best Practice zu sammeln. Hier gibt es die Möglichkeit, Teil eines Netzwerks zu werden. Hier gibt es die Möglichkeit, mit einer Peer-to-Peer-Beratung auf Augenhöhe kann eine Hochschule sagen, zeigt uns doch mal jetzt an unserem konkreten Beispiel, was könnten wir denn machen? Macht uns Angebote. Und diese Angebotsförmigkeit ist etwas, von dem wir wahrnehmen, dass es wirklich sehr gut funktioniert und dann eben auch gerne angenommen wird. Und wir haben jetzt einen Stakeholder-Dialog dazu aufgesetzt, wo wir eben den Hochschulen auch die Möglichkeit zu geben, konkrete Fragestellungen einzubringen, dann eben Praxiserfahrung zu sammeln. Angeführt wird der von Professor Jeckel, das ist der Präsident der Universität Trier, der sich eben der im Grunde als Figur, finde ich, ganz gut dafür steht, für die Balance, über die wir hier schon geredet haben. Also die Hochschulen diesen Prozess gestalten zu lassen und gleichzeitig die Chancen zu sehen, ohne sozusagen das Alte damit wegschieben zu wollen, also diese Verbindung herzustellen. Das wäre, glaube ich, die Essenz. Also ich glaube, es ist eher keine Altersfrage, sondern es ist eher die Frage, gibt es Gestaltungsräume, sodass man dann mit der Zeit die Möglichkeit erkennt, oder ist Potenzial und das kann ich dann für mich und meine Studierenden nutzen. Herr Professor Thuy, wenn Sie das so hören, was der Dr. Gaul sagt von der Hochschulrektorenkonferenz, was man sich da so überlegt hat und wie man das so mit der Digitalisierung hinbekommen will und was so wichtig ist, was sagt dann so ein Rektor einer privaten Hochschule? Lächelt er das weg oder sagt, ach komm, das machen wir schon seit ewig? Ja, ich bin ja selber Mitglied in diesem Stakeholder-Dialog von Herrn Jäckel. Man sieht das natürlich nicht. Kenne ich das ziemlich aus der Nähe. Also für uns ist es einfach, wir gehen jetzt sicherlich aus der anderen Perspektive an. Wir haben auch mehr Möglichkeiten, die Kollegen, die bei uns Professuren haben, zu bewegen, an dieser Entwicklung teilzuhaben. Da ist der ein oder andere Ordinarius vielleicht etwas widerstandsfähiger, was auch an seinem Dienstvertrag und an seiner Stellung liegt. Weil ohne die wird es nicht gehen. Aber ich glaube, wir fassen alle momentan Digitalisierung noch relativ kurz auf. Also wir sind ja... Wir sprechen von MOOCs und von Vorlesungen, die elektronisch abgehalten werden. Die Digitalisierung hat aber ja eine große gesellschaftspolitische Bedeutung, die uns auch dahin führen wird. Also wir haben ja, es gibt Industrien, da haben wir schon gesehen, dass ganze Wertschöpfungsketten einfach gesprengt wurden. Ihre eigene Industrie, also der Journalismus, kann davon ja ein Lied singen. Die Musikindustrie hat sich vollständig verändert. Mhm. Ich
hege den stillen Verdacht, dass die Bildungslandschaft sich da erst am Anfang der Bewegung befinden wird. Und einiges hat ja Herr Dr. Gaul vorhin auch schon genannt. Wir werden uns auf Dauer vermutlich nicht davor verschließen können, dass Menschen Kompetenzen erwerben außerhalb der Universität. Das ist ja in Deutschland lange ohnehin ein großes Problem gewesen. Also meine eigene Erfahrung ist, ich hatte einen Kommilitonen im ersten Semester, der war Bilanzbuchhalter. Und der musste die Buchführungsvorlesung noch einmal besuchen und auch den Buchführungsschein noch einmal machen, obwohl er sie wahrscheinlich hätte halten können. Im Praktischen einiges beschlagener war als der Dozent, der das veranstaltet hat. Der war schon ziemlich gut. Also von daher werden wir ja momentan auch ein Stück weit geschützt durch eine Regulierung, die wir haben. Aber wir werden natürlich uns dem Thema formelle, informelle Bildung viel stärker noch widmen müssen, und das wird durch die Digitalisierung getrieben, auch deswegen, weil natürlich viel besser dokumentierbar ist in der digitalen Welt, wie bin ich an Kompetenzen gekommen und welche Kompetenzen sind es denn, die ich erworben habe. Also ich glaube, wir stehen da noch an dem Punkt, wo sich auch die Grenzen zwischen verschiedenen Bildungsbereichen, die wir momentan regulatorisch noch sehr schön abgrenzen können, wo sich die verschieben werden und wo die auch ein Stück weit verschwimmen werden. Nur zur Erklärung, wir haben jetzt zweimal den Begriff MOOCs gehört, das würde ich auch gerne noch ganz kurz erklären wollen. Massive Open Online Course, also digitale Kursangebote, die für jeden auf einer Plattform erreichbar sind. Ich will es mal runterbrechen auf Bonn. Wir reden die ganze Zeit über Digitalisierung. Warum verflixt noch mal, Herr Dr. Gaul, ist denn das so wichtig? Meine Mutter würde sagen, was hat denn Bonn von all diesem neumodischen Kram? Das ist natürlich eine Frage, die jetzt weit über die riesige Bildungsfrage irgendwie hinausgeht. Genau, das wäre jetzt vermessen, wenn ich die beantworten könnte. Aber wir haben doch festgestellt, wenn ich das richtig sehe, dass die Entwicklung in die Industrie 4.0 eben dadurch gekennzeichnet ist, dass sich sozusagen Produktionsprozesse komplett verändern. In einer Weise, die Fragestellungen aufwirft. Nehmen wir mal die populärste aller Fragestellungen. Selbstfahrende Autos bauen einen Unfall. So, wer haftet dafür? Das ist ja eine populäre Fragestellung. Das ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs für alle anderen Fragen. Sie kennen das, wenn Sie mit Drohnen rumfliegen, darf man das eigentlich? Was macht man, wenn das passiert? Bis zu dem ganz ernsten Thema, das ja jetzt auch die Tage verhandelt worden ist. Was ist eigentlich mit automatischen Tötungsmaschinen, die sozusagen im Einsatz sind? Was erkennen die? Was können sie leisten? Also wir können uns hinter diesen Phänomenen nicht verstecken, weil sie alle Prozesse, alle Lebensprozesse massiv beeinflussen. Ich gebe Ihnen nochmal ein konservatives Beispiel, weil mir das gerade so vor Augen ist, jetzt aus der Industrie richtig. Wenn Sie in die chemische Industrie gehen oder in die pharmazeutische, dann haben Sie oft so die Grundstoffe dort, die werden geliefert in speziellen Fässern. Die sind in einer bestimmten Weise verschlossen. Tausende oder Hunderttausende von Fässern weltweit. So, was passiert jetzt? Diese Stoffe in diesen Fässern müssen be- und verarbeitet werden. Jetzt denkt man, ja, das ist alles automatisch, ist es aber nicht. Zu jedem dieser Fässer geht ein Arbeiter hin, macht dieses Fass auf, entriegelt es. Deswegen versucht jetzt die Industrie, in diesem Bereich arbeitet, etwas vermeintlich Simples herzustellen, nämlich ein Roboter, der in der Lage ist, ein spezielles Fass zu öffnen. Ja, denkt man, das kann irgendwie nicht schwierig sein. Ja. Aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken, er darf das Fass nicht beschädigen, das ist völlig klar. Er muss es in einer speziellen Weise öffnen, weil es ja einen besonderen Verschluss hat. Und er muss es so öffnen können, dass das sozusagen in einem laufenden Betrieb geschieht, in dem auch Menschen arbeiten. Also er darf sozusagen dafür kein Gefährdungspotenzial ausschauen. So, die Industrie versucht sich in diesen Fragen zu behelfen, indem sie zum Beispiel Wettbewerbe veranstaltet. Fragt dann die Hochschulen dazu, die technischen, die Fachhochschulen. Wer hat sozusagen Ideen, wie kann man damit arbeiten? Und das ist jetzt nur mal ein ganz kleines Beispiel. Sie wollen sozusagen einen Roboter, der sozusagen digital in der Lage ist, einen mechanischen Prozess umzusetzen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich hier im Saal viele, viele Leute, die viel berufener wären und erklären könnten, wie sich das sozusagen niederschlägt. Aber wir müssen uns diesem Digitalisierungsphänomen stellen. Mhm. Und es geht eben nicht auf, also wenn ich sozusagen in der Lage bin, auf Facebook zu posten, heute mit Mutti in der Stadt, abends Pizza oder sowas, dann ist das keine digitale Kompetenz, die jetzt für die Industrie 4.0 gemeint ist, sondern das sind viele komplizierte Prozesse. Und da ist das Know-how der Hochschulen absolut unverzichtbar, aber auch der Input und die Zusammenarbeit, die dann von der Wirtschaft dazu kommen muss. Ich hätte da jetzt den Vorschlag gemacht, vielleicht gibt es ja bei YouTube ein Tutorial, wie man einen Roboter baut, der Fässer aufmacht, aber das ist ein anderes Thema. Möglicherweise gibt es das bald, aber erst Frau van den Elsen, wenn wir jetzt die drei Herren so über die Digitalisierung haben sprechen hören,
die Zukunft der Hochschulen. Inwieweit ist dies für Sie als Praktikerin interessant? Sie haben eben auch schon gesagt, auch die IHK Bonn-Rhein-Sieg verschließt sich natürlich nicht der Digitalisierung. Es ist essentiell wichtig. Inwieweit berührt sich das? Berührt Sie das als wichtiger Player natürlich auch bei der betrieblichen Qualifizierung? Auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja auch begleitend von der IHK aus den Digital Hub vor kurzem hier gegründet am Bonner Bogen. Und das ist durchaus ein ganz wichtiges Kompetenzzentrum auch, wo wir sehr viel in der Wirtschaft dementsprechend auch draus ziehen können. Mhm. Mit der Bonner Uni übrigens. Mit der Bonner Uni übrigens, richtig. Ich möchte noch einmal zum Schluss auf Bonn und auf die Bonner Uni kommen. 200 Jahre nach der Gründung, 18. Oktober 1818 war es, glaube ich. Ich gucke es. Ist richtig. Ja, gut. Sie steht im Vergleich super da, die Universität. Sie gehört zu den bedeutendsten Forschungsuniversitäten Deutschlands und genießt auch weltweit einen sehr guten Ruf. Es gab eine sogenannte Fields-Medaille für Professor Scholze. Fields-Medaille für all die, die das nicht kennen, ich kenne es auch nur aus der Recherche, eine Auszeichnung, die in ihrem Prestige bei den Mathematikern dem Nobelpreis gleichkommt. Also ein Hammer. Peter Scholze war übrigens bereits mit 24 Mathematikprofessor, heute ist er 30. Und auch die Beteiligungen an den Exzellenzprogrammen des Bundes zeigen, dass die Bonner Uni vieles richtig macht. Herr Professor Engels, sieht man dann so auf die Kollegen der Hochschule Rhein-Sieg und auf den Campus der IUBH vom Hohen Berg der Erkenntnis so herab? Also jetzt mal. Wir haben da was vorzuweisen. Jetzt mal ganz offen gesprochen. Alles das, was Sie an Erfolgen genannt haben, ist richtig. Wir haben uns natürlich gefreut, dass wir jetzt in der Exzellenzinitiative so einen ersten riesigen Etappensieg errungen haben. Also Bonn steht als die beste Universität im Augenblick da in ganz Deutschland, mit Abstand vor Berlin und München. Also das ist toll. Trotzdem, ich denke, das sollte man alles mit der nötigen Demut entgegennehmen. Das heißt nicht, dass man auf der Erde entlang kriegt, aber dass man sich dessen bewusst ist, dass man in einem Konzert zu einem bestimmten Zeitpunkt gute Erfolge errungen hat. Dass es aber, was die Region anlangt, also hier ungeheuer wichtig ist, ich sag mal, den Kontakt zu allen wissenschaftlichen Einrichtungen immer enger zu gestalten. Das machen wir mit der Hochschule Rhein-Sieg, ganz klar mit seinem Präsidenten Ine, der auch sehr rührig ist und sehr viel mit unserem Rektorat gemeinsam macht. Da gucken wir überhaupt nicht von oben herab runter, sondern was akzeptiert ist, die machen es anders als wir. Die machen es in Bereichen aber sehr, sehr gut. Und zum Teil können wir davon auch ein Stückchen lernen, wie umgekehrt die zu uns gucken und sagen, wir können uns auch mal überlegen, was wir da und da noch machen können. Wir haben die ganze Zeit eben über Digitalisierung gesprochen aus der Sicht der Studierenden. Mhm. Aus der Sicht der Forschung, Sie haben es eben ein bisschen anklingen lassen, haben wir das nicht getan. Da ist die Fachhochschule ist da sehr gut, aber die Bonner Uni auch, nicht? Also wenn wir uns mal anschauen, was im Bereich der Medizin hier passiert, was im Bereich der IT passiert. Als der Ministerpräsident zur Eröffnung des akademischen Jahres am 18. Oktober letztes Jahr da war, da wurde er durch einen Roboter begrüßt, der ihm ein Glas Champagner überreichte. Also der könnte auch das Fass öffnen. Vielleicht kann der auch das Fass öffnen. Ja, genau. Vielleicht. Aber, wenn Sie, glaube ich schon. Aber Herr Professor Thuy, mal einmal so umgedreht, eben war es ja auch so in die andere Richtung. Was geht einem Rektor einer privaten Hochschule durch den Kopf, wenn er hört, Mensch, die haben ja wirklich was vorzuweisen, die sind da absolute Spitze, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Guckt man auch so ein bisschen neidisch mal darüber und über die Möglichkeiten und sagen sie, komm, wir haben unseren eigenen Bereich hier, alles ist gut und wir funktionieren nebeneinander wunderbar. Also wir haben ja in der Regel einen relativ guten Kontakt und man guckt sich das natürlich mit Respekt an. Mhm. Das ist auch in weiten Bereichen Dinge, die wir an privaten Hochschulen nicht leisten können oder wollen. Ich bin da ganz Ihrer Meinung, da hat jeder seinen Platz in diesem Spiel. Wir haben auch enge Kontakte zur Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, haben auch ein gemeinsames Afrika-Projekt, kennen Hartmut Ine seit langem. Also wir sind da auf persönlicher Ebene gut verbunden, aber es sind eben unterschiedliche Ansprüche, die wir bedienen. Und das muss ja auch so sein. Es ist ja völlig unbenommen, dass in bestimmten Bereichen, auch was Forschungskompetenz jetzt angeht, im naturwissenschaftlichen, medizinischen Bereich, die Universitäten einfach andere Schwerpunkte setzen. Grundlagenforschung ist dort angekommen. Wir sind ja mehr dazu da, auch in den Bereichen, in denen wir in der Forschung unterwegs sind, ist unser Anspruch ja, Dinge zu übersetzen, die zum Teil auch auf dem aufbauen, was an Universitäten erforscht wird. Und ich denke, da hat jeder seinen Platz in so einer
in so einer Landschaft. Und gerade hier im Bonner Raum mit den vier Hochschulen, also Alanus gehört ja auch noch dazu, schauen wir mit viel Respekt aufeinander. Aber so klappt es gut mit der Aufgabenverteilung, oder, Herr Dr. Gahr? Wir haben 400 Hochschulen in Deutschland und ein System, das gibt es kaum irgendwo anders in der Welt, das eben arbeitsteilig ist, dadurch extrem widerstandsfähig, flexibel ist, auf verschiedene Herausforderungen gut eingehen kann. Und das gilt eben für die ganze Breite der Institutionen. Das heißt, wir haben eben die Universitäten, deren Spitzenvertreter dann eben für die Reputation im Ausland auch sorgen und Wissenschaftler nach Deutschland anziehen, die hervorragende Forschungsergebnisse vorzuweisen haben, und gleichzeitig nur als ein Beispiel, wenn Sie auf unsere Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften kommen. Ein Kollege aus England sagte mal zu mir, was meinst du denn, was unser größter historischer Fehler war? Und ich konnte das nicht beantworten, und er sagte, dass wir unsere Fachhochschulen aufgelöst haben und versucht haben, sie sozusagen umzuwandeln. Das ist eine große Diskussion, aber man kann das nur unterstützen, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure, sie sind in keinem Ort in Deutschland mehr als 49 Kilometer von einer Hochschule entfernt. Also die Hochschulen gibt es überall, Hochschulstandorte. Das Zusammenspiel dieser Akteure macht dieses System sehr, sehr, sehr leistungsstark im internationalen Vergleich. Da wird viel diskutiert, so wie wir das heute auch diskutiert haben. Sie merken schon an diesen Worten, wir kommen so langsam zum Ende. Die Zeit rast, meine Damen und Herren. Deswegen würde ich gerne an unsere vier Experten hier oben auf dem Podium noch eine Frage loswerden. Würden Sie als, jetzt habe ich hier junger Mensch stehen, würden Sie als Mensch nochmal studieren oder lieber eine Lehre machen? Wie würden Sie sich entscheiden? Jetzt weiß ich von Frau van den Elsen, dass Sie eine Hotelfachfrau-Lehre gemacht haben. Ist es das dann wieder? Ist das alles gut so gewesen? Oder sagen Sie sich, Mensch, so ein Studium könnte ich mir auch gut gefallen lassen. Wie würden Sie sich Stand heute entscheiden? Ich glaube, ich würde es genauso wieder machen, aufgrund der Tatsache, dass unsere Branche einfach sehr praxisbezogen ist und dass es sicherlich mittlerweile viele Dinge gibt im Bereich der Weiterbildung, auch in Richtung Hochschule eben, die Berufsfelder sich ja, oder gegenüber dem Berufsfeldern man sich geöffnet hat im Bereich der Weiterbildung, was einen dann ergänzt. Aber ich würde es in der Tat genauso wieder machen, ergänzt mit den charmanten Ehrenämtern, die man so hat mittlerweile, und bedingt auch dadurch, dass wir ja in einer Branche sind, die mit dem Gast sehr viel zu tun hat, was ein praxisbezogener Beruf ist. Das ist Dienstleistung, dienen am Gast, Gott sei Dank mittlerweile auf Augenhöhe, aber durchaus eben weiterhin praxisbezogen. Herr Dr. Gahr, wie ist das bei Ihnen, immer noch den gleichen Studiengang? Ich glaube, Jura war es, oder? Ja. Ehrlich gesagt schon. weil ich finde, das ist ein Studium, wir werden es wahrscheinlich bestätigen, das eben beliebig viele Verwendungsmöglichkeiten nach sich zieht. Wie Sie sehen, arbeite ich nicht in einem klassischen juristischen Beruf, sondern man hat eben auch die Möglichkeit, in moderierende, begleitende, administrierende Tätigkeiten zu gehen, die einen mit einer Vielzahl ganz interessante Akteure zusammenbringt. Und deswegen würde ich das, glaube ich, wieder machen. Gar nicht so wegen der Begeisterung für, sagen wir mal, das konkrete Mietrecht oder was man dann im Studium alles so absolvieren muss, aber für die Vielseitigkeit und Anschlussfähigkeit des Berufes. Fragen wir den zweiten Juristen, ob er auch dabei bleibt, Herr Professor. Ich kann das nur bestätigen. Also ich würde das sofort wieder machen. Mir hat auch das Studium als solches sehr viel Spaß gemacht, selbst wenn es manchmal hart war, wenn man die Feinheiten der Willenserklärung oder sowas lernen musste. Aber es gab eine wirklich schöne Möglichkeit, ich sag mal, ein Fundament zu legen, das einem viele Türen geöffnet hat und, ich sag mal, auch dazu beigetragen hat, dass das Leben einigermaßen glücklich verlaufen konnte. Und da durften wir heute so ein bisschen dran teilhaben. Ach, finde ich aber sehr schön. Herr Professor Tui, bei Ihnen ist es, ich glaube, Kaufmann, Diplomkaufmann und Wirtschaftspolitik, ne? Diese beiden Sachen. Genau. Wieder oder? Wahrscheinlich ja. Ich will auf jeden Fall wieder studieren, weil ich bin also der Erste in meiner Familie gewesen, dem diese Möglichkeit eröffnet wurde. Und ich bin da sehr dankbar für. Das hat mir auch viele Türen und viele Einblicke und Möglichkeiten eröffnet und hat dafür gesorgt, dass ich in den letzten 30 Jahren das, was der Ökonom das Grenzleid der Arbeit nennt, relativ wenig erleiden musste. Also ich habe eigentlich immer machen können, was mir viel Spaß gemacht hat. Und da bin ich sehr dankbar für. Deswegen würde ich diesen Weg vermutlich auch wieder gehen. Meine Damen und meine Herren, vielen Dank erstmal ganz herzlich an unsere vier Experten, dass sie uns das so lebhaft und engagiert rübergebracht haben, was sie denn rübergebracht haben. Das ist Ihr Applaus. Schön, dass Sie mit dabei waren. Okay. Vielen Dank an Frau van
den Ältesten, Herrn Dr. Gaul, Herr Professor Thuy und Herr Professor Engels. Ja, vielen Dank auch an Sie hier im Saal. Vielen Dank fürs Zuschauen, für Ihr Interesse, fürs Dabeisein. Beenden möchte ich diese Sendung mit einem Zitat des amerikanischen Autors und Satirikers Mark Twain, der immer mal wieder für einen Spruch gut ist, der auch was zum Thema Bildung gesagt hat. Bildung ist etwas, was man ganz ohne Beeinträchtigung durch den Schulunterricht erwerben muss. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald. Tschüss. Wir haben Ihnen zu danken.